Das letzte DFB-Pokalduell zwischen Magdeburg und Frankfurt weckt nicht allzu gute Erinnerungen. Magdeburg verliert damals mit 4:5 im Elfmeterschießen. Zudem wurde die Partie von massiven Ausschreitungen überschattet. 2016 war der FCM klarer Underdog, doch wie stehen die Chancen in diesem Jahr? Dann ist ja klar, dass wir auf einen Gegner treffen, der eine enorm hohe Qualität hat, allein gegen welche Teams die gespielt haben. Aber am Montagabend ist ein Pokalspiel und wir wollen versuchen, das genau als dieses zu betrachten. Wir haben den Gegner uns gut angesehen, wir bereiten uns darauf vor. Wir haben jetzt sogar noch den Vorteil, dass wir ein paar Tage mehr Zeit haben dafür. Und dann geht es am Montag raus und dann spielen wir alle Fußball und dann schauen wir, wo es am Ende des Tages landet. Für den Zweitliga-Aufsteiger könnte es das Spiel des Jahres werden. Und auch wenn einige Leistungsträger wie Florian Kahrt und Lukas Schuler am Montag krankheitsbedingt fehlen werden, an Selbstbewusstsein mangelt es den Magdeburgern nicht. Ist natürlich mega los, aber wir sind ready. Wir wollen das Spiel angehen, wir wollen gewinnen. Das ist immer so und es wird ein sehr, sehr harter Brocken. Mal schauen, was rauskommt. Rund 26.000 Zuschauer werden am Montagabend in Magdeburg erwartet. Anpfiff ist 20:45 Uhr.